Wir wollen heute mit einem relativ einfachen Mic-Mac-Schweißgerät mal wegschweißen. Ich habe mein Mac-Schlauchpaket schon demontiert, habe das hier über die Argon 4.6 Flasche gehangen. Die wollen wir dann ja auch zum Wegschweißen nutzen. Fürs Wegschweißen habe ich extra ein spezielles Schlauchpaket. Das hat verschiedene Vorteile. Erstmals ein Euro-Zentralanschluss. Ja, es gibt auch Schlauchpakete, die kann ich an Minus- bzw. an den Pluspol anschließen. Dann hat dieses Schlauchpaket hier hinten einen Taster. Und mit dem Taster kann ich das Gasventil von dem Schweißgerät betätigen. Das heißt, ich drücke diesen Taster, dann strömt das Schutzgas aus. Ich halte ihn beim Schweißen gedrückt und danach lasse ich ihn los. Und dann strömt das Gas noch nach. Das hat den Effekt, das kühlt, diese Gasnachströmzeit, das kühlt die Wolframelektrode. Ja. Das ist hier diese Nadel, die hier drin ist. Manche sagen auch Wolframnadel, Wolframelektrode ist eigentlich der richtige Begriff. Das kühlt die Wolframelektrode, das schützt die Schweißnaht beim Abkühlen auch noch vor den schädlichen Einflüssen der Atmosphäre, den schädlichen Einflüssen des Sauerstoffs. So. Was ich natürlich nicht habe, ist eine Hochfrequenzzündung. Ich habe hier nur eine Liftarc-Zündung. Das heißt, ich muss kurz das Werkstück einmal berühren. Das machen wir gleich mal in der Praxis, wie gut oder wie schlecht das funktioniert. Dann ist es natürlich entscheidend, ich schweiße Wick immer am Minuspol. Das heißt, die Masse muss am Pluspol sein. Und hier innen, sieht man schön, muss das Schlauchpaket, das ist der hier, muss am Minus sein. Das heißt, hier innen kann ich nicht umpolen, an welcher Masse ich schweiße. Hier drin pole ich das Schlauchpaket an. Das wird oft falsch verstanden. Ich bin ja am Minus, hier vorne am Plus. Ja, Wick schweißt man immer am Minuspol, Mack schweißt man normal am Pluspol. Und Füllrad ohne Gas würde man auch am Minuspol die Masse am Pluspol schweißen. So, ich habe hier ganz normal Mick-Mack eingestellt. Und dann kann ich halt meine Amperezahl regulieren. Der Drahtvorschub spielt in diesem Moment dann keine Rolle mehr. Und dann kann ich damit einfach wegschweißen. Gas habe ich jetzt hier, Argon 4.6. Ich will nachher einfach mal umstöpseln, auch weil ich es hier habe, und werde ganz normal dieses Mischgas Sargox. Und dann gucken wir uns mal an, wie gut oder wie schlecht das funktioniert. Habe ich auch noch nie gemacht, aber weil die Frage sowieso kommen wird, kann man auch mit diesem Mischgas, also Argon-CO2-Gemisch, kann man damit auch wegschweißen. Darum werde ich es einfach gleich mal ausprobieren und mal gucken, wie erschreckend gut, wie erschreckend schlecht die Ergebnisse sind. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es gut funktioniert. Ja, das Ganze erwartet euch in diesem Video. Wie gesagt, ersten wichtigen Voraussetzungen. Wir haben so ein Top-Schlauchpaket. Wir haben hier einen Euro-Zentralanschluss. Wir haben hier die Masse am Pluspol. Wir sind hier drinnen am Minuspol. Wir haben eine 3-2er Wolfram-Elektrode. Und natürlich haben wir die richtige Schutzausrüstung, haben ein bisschen Übungsmaterial und haben richtig, richtig viel Lust, mit dem Mack-Gerät, mit dem relativ einfachen Mack-Gerät mal wegzuschweißen. Das Ganze funktioniert auch mit vielen anderen einfachen Mick-Mack-Schweißgeräten, zum Beispiel mit der Mick 250 oder mit dem Weldinger M160. Das gibt es mittlerweile auch als ME160 und das geht mit diesen Geräten allen. Ja, alle einfachen Geräte, wo ganz normal diese das Gasventil angesteuert wird, bei denen funktioniert das wirklich gut. Die Geräte haben keinen Liftarc, das heißt, die haben nicht die Funktion, dass der Strom geregelt wird, um die Zündung zu erleichtern. Ja, aber das ist auch nicht so großer, ein so großer Unterschied ist es nicht. Es ist komfortabler. Wir werden uns hier immer die Spitze der Nadel ein bisschen ruinieren. Es ist nicht das gleiche, als wenn ich mit einem Wickschweißgerät richtig gut Wickschweiße. Aber wir haben trotzdem Möglichkeiten und diese Möglichkeiten will ich euch einfach in diesem Video demonstrieren. Ja, und da wollen wir gleich mit dem Ganzen mal anfangen. Wie gesagt, ich nutze folgende Technik. Man kann so leicht anticken und ich nutze das einfach, dass ich das so ein bisschen reindrehe. Das heißt, ich lege hier auf die Keramikdüse an und drehe dann so langsam den Brenner hoch und irgendwann hat man so einen ganz leichten Kontakt und dadurch zündet er. Und
Das geht doch für mich relativ einfach. Wie gesagt, ich habe schon dabei dann immer den Taster gedrückt, dass auch das Schutzgas fließt. Schwierig ist dann eher, wenn man den Prozess beenden möchte. Man muss erstmal noch mal ein bisschen mehr Zusatz hinzugeben, sonst kriegt man einen richtig dicken Endkrater. Und man muss dann halt auch gleich wieder ein bisschen weiter runtergehen, dass die Naht noch ein bisschen durch das Argon besser abkühlen kann. Man sieht hier auch die Naht, so gerade so relativ kurze Nähte werden dadurch dann relativ dunkel, weil die wirklich auch darauf angewiesen sind, die Nähte, dass die unter Argon-Atmosphäre abkühlen. Und ich denke mal, die Zündung ist schon so ein bisschen negativ, aber das Absenken zum Schluss und gerade hinterher nochmal mit Gas die Naht kühlen zu lassen, das ist noch ein bisschen. So, ich zeige das hier mal trocken. Das heißt, man dreht das so leicht ein, dann schweißt man und am Ende gibt man immer noch mal mehr Zusatz, zieht den Brenner ganz ruckartig ab und geht dann wieder relativ nah an die Naht, natürlich ohne Kontakt zu haben, weil sonst würde es ja wieder zünden. Und dementsprechend kann man das noch so ein bisschen verfeinern. Ja, also abziehen, schweißen oder eindrehen, schweißen, ruckartig abziehen, nochmal Zusatz vorher hinzugeben und wieder runter um der Naht. Aber wie gesagt, der Effekt ist relativ gering. Die Nähte werden nicht so schön goldgelb. Allgemein, ich habe 8 Liter, dann habe ich 12 Liter mehr, habe ich dann nicht mehr versucht. Ich habe eine 7er Gasdüse und damit müsste man eigentlich beim normalen Wickschweißen eine relativ gute Anlauffarbe hinbekommen. Ich schalte das Gerät nochmal ein, dann machen wir nochmal ein, zwei Nähte, bevor wir dann zum nächsten Teil übergehen. Ich will nochmal so ein, zwei Beispiele zeigen. Wie gesagt, man sieht hier dran, es funktioniert. Es ist relativ, ungewohnt für jemanden, der immer, ich schweiße immer Wick im Viertaktmodus. Das heißt, da drückt man und man hat einen Zündstrom, so einen ganz leichten Strom, dann lässt man den Taster los, das Gerät beginnt zu schweißen, irgendwann drücke ich dann wieder drauf auf den Taster, das Gerät senkt ab, lässt Gas nachströmen, geht wieder in diesen Zündstrom oder in diesen Endstrom, einen ganz kleinen Strom, da sieht man das nur noch so leicht und dann lässt man den Taster komplett los und dann fließt noch das Argon schön nach, kühlt die Naht, kühlt die Wolfram-Elektrode. Ja, das ist wirklich was ganz anderes. Zudem kann ich auch zwischendurch einfach mal den Schweißprozess runterfahren. Das heißt, wenn es zu flüssig wird und kann dann wieder hoch. Das ist doch was völlig anderes. Ich werde am Ende so ein kleines Fazit ziehen, euch so meine Eindrücke zeigen. Ich wollte das einfach mal ausprobieren, ob das überhaupt funktioniert, wie es funktioniert, damit man einfach so mitreden kann. Das ist ja immer viel in aller Munde. Denke mal, Lift Arc, wenn die Geräte wirklich Lift Arc haben, ist es ein bisschen komfortabler, aber es ist auch wirklich nur minimal. Ich habe es auch schon mit relativ teuren Geräten versucht, die dann Lift Arc haben und also ist auch nicht das Gelbe vom Ei. Für mich gehört zum Wickschweißen eine Hochfrequenzzündung, ich habe hier nochmal ein anderes Muster, eine Hochfrequenzzündung und auch ganz wichtig, dass man Viertakt hat und am Ende wirklich richtig schön absenken kann. Und wie mit vielen im Leben merkt man dann wirklich erst, dass man das richtig zu schätzen weiß, wenn man es mal nicht mehr hat. Ich habe eben mal die Technik angewendet. Ich habe in der Mitte gezündet und bin dann schnell an den Anfang gegangen. Das kennt man vom Elektrodenschweißen zum Beispiel, dass man irgendwo in der Naht zündet. Das verhindert, dass ich am Anfang irgendwo Probleme kriege. Ist eine Möglichkeit auch hier. Das ist ein bisschen dickeres Material. Bei mir ist einfach, dass es mich so ein bisschen nervt, wenn ich permanent diesen Taster gedrückt halte. Ich habe das lieber so eine ganz lockere Hand beim Wickschweißen gerade. Aber wie gesagt, man kann damit bedingt Wickschweißen. Ich habe damit keine vernünftigen Anlauffarben beim Edelstahl hingekriegt. Ich habe die Naht hier in dem Fall gleich warm dann gebürstet. Aber man sieht, die Naht sieht jetzt schon gar nicht mal so schlecht aus. Ja, aber wie gesagt, gerade das Absenken und dann das Zünden, das ist einfach nicht das Gleiche, als wenn man ein Wickschweißgerät hat. Ich habe es jetzt, wie gesagt, mal ausprobiert, um da mitreden zu können, aber für mich ist es dann einfach eine Sache, die in Zukunft bestimmt nicht irgendwo zur Routine wird, dass ich sowas ausprobiere. Wie gesagt, das allgemein Anlauffarben beseitigen beim Wickschweißen, die sind hier wirklich schon relativ hartnäckig. Ist immer relativ einfach möglich, immer relativ, genau, möglich, wenn es noch warm ist, dann mit der Drahtbürste da richtig schön rübergehen, kriegt man das ganz gut hin. Man sieht, es ist eine Wickschweißnaht, am Ende
sieht es ein bisschen merkwürdig aus. Ich habe nochmal richtig Zusatz reingegeben, dann den Brenner schnell abgezogen. Das verhindert, dass ich einen Endkrater habe. Das Endkrater ist so eine Pore, wie so ein Loch. Das ist wirklich ein Qualitätsmangel, sieht schlecht aus und ist auch ein Qualitätsmangel für so eine Wichsschweißnaht. Innen habe ich vorher schon mal eine Kehlnaht reingelegt. Hat auch bedingt funktioniert. Man sieht auch wieder, die Anlauffarben sind relativ stark. Wie gesagt, mehr Schutzgas hat da auch keinen besseren Effekt gebracht. Muss wohl wirklich irgendwie so verfahrensbedingt sein. Und ich will jetzt einfach nochmal ein ganz normales Geländerrohr zusammenschweißen, damit man das auch nochmal gemacht hat. Und hier habe ich dann wirklich 2 mm Edelstahlrohr. Habe dementsprechend den Schweißstrom auf 60 Ampere runtergedreht. Und das wäre halt so eine klassische Anwendung, die ich mir vorstellen kann. Jemand hat ein Mackgerät, schweißt da immer wirklich Stahl mit, vielleicht auch mal irgendwo massiven Edelstahl und will sich jetzt ein Geländer bauen und sagt, ich will mir aber nicht extra ein Wichsschweißgerät holen. Dementsprechend versuche ich das hiermit mal. Und man sieht gleich, um das Ergebnis schon mal vorwegzunehmen, es geht, ja, obwohl ich denke, so ein Anfänger hat dann da wirklich Probleme mit. Ich hefte das hier erstmal. Es geht und ein Anfänger wird da wirklich Probleme auch haben, erstmal in dieses Verfahren reinzukommen. Mit dieser Anstreichzündung, so will ich es mal nennen, ist das deutlich schwieriger als mit einer Hochfrequenzzündung. Es geht für Nähte, die man hinterher sicherlich an so einer Rundnaht hier wegschleift. Also diese hier, die ich hier produziere und wo ich mir eigentlich schon Mühe gebe, die würde hinterher dafür taugen, dass man das Ganze dann in irgendeiner Form wegschleift. Mehr sicherlich auch nicht. Oder dass man halt so, sag ich mal, optisch nicht so die Ansprüche hat. Dann würde es sicherlich auch noch gehen. Ist okay, mehr aber auch nicht. Ja, kleine Kehlnaht irgendwo ran kriegt man auch hin. Das ist halt für jeden, wer sich so ein Geländer baut und nicht High-End erwartet, sondern dass es halt funktional aussieht, sag ich mal. Für den ist das dann sicherlich schon geeignet. Ansonsten würde ich immer zu einem vernünftigen WIG-Schweißgerät plädieren. Ich schweiß das jetzt hier und wir gucken uns in der Zeit dann eigentlich nochmal an, wie ich C-Stahl damit schweiße, also ganz normalen Baustahl. Ja, Edelstahl haben wir jetzt genug gehabt. Jetzt gehen wir zum Stahlblech über. Und ich habe hier oben schon ein Stück geschweißt. Ich habe einfach mal 2 ganz normale Stahlbleche. Die nehme ich immer so als Testbleche zum Schweißen. Die kaufe ich immer in Meterware. Das ist Flachstahl. 100 mal 5 Flachstahl, die lasse ich mir absägen. Und die verwende ich immer, schneide ich dann mit einem Plasmaschneider mal wieder irgendwann auseinander. Im großen Stile, wenn ich genug gesammelt habe, und da mache ich immer so meine Übungen mit. Ja, habe oben schon ein Stück geschweißt und ich sage mal, Anwendungsfall, klassischer Anwendungsfall hier wäre, wenn ich was relativ Filigranes habe oder halt auch, wenn ich einen geringen Luftspalt habe und wirklich eine qualitativ hochwertige Schweißnaht haben will, dass ich wirklich nicht durchschweißen will, dann bietet sich WIG an, weil ich beim WIG-Schweißen halt die Wärmezufuhr und die Drahtzufuhr voneinander entkoppelt habe. Will sagen, ich kann richtig aufschmelzen und dann dementsprechend nur ein bisschen weniger Zusatz zugeben, damit ich da wirklich richtig durchschweiße. Wir gucken uns die Naht dann auch gleich mal an und sehen eigentlich, dass die doch ganz interessant geworden ist. Das Zünden ist eine Sache dabei. Das zweite Problem ist natürlich wieder am Ende, dass ich nicht absenken kann vernünftig. Ich bekomme da immer eine leichte Pore. Das heißt, wenn ich da weiter schweißen will an dieser Stelle, muss ich da wirklich ein bisschen eintrennen, dass ich diese Endkrater, diese Pore am Ende wirklich ein bisschen rausschleife. Beim Stahl ist es wirklich so, oder beim Baustahl, dass ich da diese Pore, dass ich das im Schmelzbad weiter mitziehe und dann mehr Poren kriege. Also eine Pore, wenn eine Pore da ist, kommen oft mehr Poren. Ja, aber ansonsten sieht man hier, die Naht ist nicht gerade schlecht von vorne. Rückseite habe ich nicht vernünftig durchgeschweißt. Müsste ich noch ein bisschen mehr Strom nehmen. Das heißt, oder dann habe ich ein bisschen zu wenig genommen. Ist wie gesagt auch so ein bisschen herantasten. So diese Standardwerte kann man hier auch nicht nehmen, weil es ein bisschen anders sich auswirkt als beim normalen WIG-Gerät. Aber jedes WIG-Gerät hat da auch so ein bisschen seine Eigenarten. Muss man sich immer wirklich ein bisschen rantasten. Ich finde aber Stahl und Edelstahl, wenn man es vergleicht, gerade so ein bisschen gröberer Stahl wie dieses Blech hier, 5 mm Blech, das ist schon ein bisschen mehr dafür geeignet als für 2 mm Edelstahl, sage ich mal. Wenn man hier so eine Wurzellage schweißt oder was Filigranes halt, dann kann man sagen, ja, kann man dafür nutzen, ja, nur am Ende halt immer. So, jetzt kleines Musterbeispiel. Ich schweiße hier noch ein bisschen
Und dann gucken wir uns das Ganze nochmal an, wenn wir mal einfach unser normales Mischgas zum Wickschweißen verwenden. Das ist ja auch mal eine ganz interessante Sache. Habe ich in der Form auch noch nicht gemacht. Ja, und wie gesagt, ich habe hier so einen Sargox und ich habe hier meinen Argon 4.6. Ich drehe die Argon 4.6 Flasche zu und dann stöpsel ich hier einfach mal um und drehe dieses Sargox auf und dann versuche ich einfach mal mit diesem Sargox zu schweißen. Und ja, gucken wir erstmal wieder, dass wir das Gas auch wirklich umfüllen. Oder wie gesagt, wieder durchpusten, dass die Leitung immer wirklich auch mit dem Gas gefüllt ist. Wir gucken natürlich dann hier am Druckminderer, wie viel da eingestellt ist. Habe ich wieder so ungefähr 10 Liter eingestellt. Und jetzt werde ich das Ganze einfach mal ausprobieren, wie denn eine Naht, ich nehme hier so knapp 60 Ampere, wie denn eine Naht aussieht, wenn man die nicht mit reinem Argon schweißt. Ich habe hier unten meine Argonnähte, die sehen halt auch schön geschuppt aus, aber halt das ganze Verfahren ermöglicht es mir nicht, hier für eine vernünftige Anlauffarbe hinzukriegen. Ansonsten sehen sie aber aus wie Standard-Wicknähte. Jetzt hier mal die Gelegenheit mit Sargox, fragen mich auch oft ganz viele, kann ich das Mischgas vom Mack halt auch zum Wickschweißen verwenden? Habe ich selbst so in der Form auch noch nicht ausprobiert, würde ich tendenziell erstmal sagen, nicht. Man merkt beim Schweißen jetzt von wegen, der Lichtbogen unterscheidet sich irgendwie. Kann man jetzt nicht so greifbar festmachen. Es ist aber nicht dieser ruhig flackernde Lichtbogen. Und ich schweiße hier nur mal so ein ganz kleines Stück. Und es funktioniert. Ja, ich werde aber den Teufel tun zu sagen, im Notfall nehmt das auch mal. Es funktioniert, hat diese Schuppung hat es nicht ausgebildet, komischerweise, wie es normal beim Wickschweißen ist. Es ist so ein bisschen gröber und die Nahtoberfläche ist so ein bisschen spröder. Also ist schon was Besonderes, aber man kann jetzt nicht sagen, so dass es gar nicht funktioniert. Es sieht eher aus wie eine Macknaht. Man hat mit Wick geschweißt und es sieht hinterher von der Oberflächenstruktur so ein bisschen mackmäßig aus. Ja? Also... Wie gesagt, ich werde den Teufel tun, irgendwem sagen, aber es gibt immer wieder auch Firmen, die sagen, bei mir rufen Kunden an und sagen von wegen, ich verwende das regelmäßig dafür und bei mir funktioniert das auch. Für mich, wie gesagt, standardmäßig wird Argon 4.6 verwendet und damit kriegt man eine qualitativ vernünftige Naht seit Jahr und Tag hin hier mit so einem Argon-CO2-Gemisch. Würde ich persönlich nicht mitschweißen, muss aber im Endeffekt auch jeder für sich selber entscheiden. Ich denke mal, so eine Naht, wenn ich jetzt eine Kehlnaht schweiße oder zwei Bleche zusammenschweiße oder zwei Rohre, das wird auch nicht sofort auseinanderfallen. Aber ob das dauerhaft qualitativ die gleichen Eigenschaften hat, ist natürlich... Es ist jetzt irgendwo mal, man hat ein Mackgerät und will damit Wickschweißen, dann kann man auch mal mit dem Mackgas mal Wickschweißen versuchen. Das sind einfach so kleine Erkenntnisse, kleine Versuche. Und man sieht dann, ob das auch wirklich funktioniert oder nicht. Aber in die Tiefe ist natürlich auch schwierig. Man müsste das jetzt metallurgisch untersuchen lassen. Und die würden einem dann sagen, von wegen, ja, hat ähnliche Eigenschaften oder ganz andere Eigenschaften. Es ist auf jeden Fall nicht so, dass es überhaupt nicht funktioniert. So. Aber wie gesagt, man kann da schnell irgendwo anecken und du empfiehlst das so und so. Das möchte ich natürlich auch immer nicht. Es ist jetzt auch Zeit schon, dass wir ein kleines Fazit ziehen natürlich. Wie gesagt, wenn mich einer fragt, ich empfehle so ein Schlauchpaket nicht. Das Schlauchpaket an sich hat eine sehr gute Qualität, muss man sagen. Das ist ein wirklich schönes Wickschlauchpaket. An dem gibt es überhaupt nichts zu meckern. Wie gesagt, aber das Starten, die Hochfrequenz fehlt und am meisten fehlt mir dann doch der Viertaktmodus, dass ich auch irgendwo loslassen kann. Und mir fehlt am Ende das Absenken, dass ich auch schön das Gas nachströmen lassen kann, dass ich die Naht kühlen kann, dass die Naht wirklich unter Schutzgasatmosphäre, das sind alles so Punkte, das mich schon stört. Da ist die Hochfrequenzzündung fast noch das geringste Übel, sage ich mal. Also das sind alles so Punkte. Darum wäre tendenziell für mich das, dieses Schweißen, Wickschweißen mit einem einfachen Mack-Schweißgerät nichts. Ich kann aber Leute verstehen, die sagen von wegen, ich will mir nicht noch ein Gerät kaufen, kostet auch alles was. Ich nehme jetzt einfach so ein Schlauchpaket und habe mal eine Anwendung, was ich jetzt machen will und versuche das damit. Von wegen, das wollte ich hier mal so ein bisschen demonstrieren. Ich habe hier mal immer so ein bisschen mit rumgebrutzelt und versucht zum Schluss jetzt auch nochmal mit dem Sargox oder mit dem
Argon-CO2-Gemisch, das man normal nur für Max-Schweißen verwendet, um da auch noch mal so ein bisschen das Ganze zu zeigen. Ich verlinke das Schlauchpaket hier unter. Ich verlinke die Schweißgeräte, die ich verwendet habe, beziehungsweise das Schweißgerät. Ja, ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht, hat euch gefallen, war mal relativ interessant. Wenn euch das Video gefallen hat, wie gesagt, Kanal abonnieren, einen Daumen hoch, freue ich mich immer tierisch drüber. Ansonsten viel Spaß beim Wix-Schweißen, beim Max-Schweißen und so weiter. Bis dann, euer Manni.